Ja. Susanne, ja. Musstest du beim Marathon schon mal pullern? Du läufst richtig Marathon, ne? Ja. Das las man jetzt überall. Ja, einer muss es machen. Ja. Und ich nicht. Dann bin ich quasi nicht von der Straße weg, aber in der Zeit bin ich beschäftigt. Okay. Nee, aber ich musste noch nie. Man verliert ja auch viel zu viel Flüssigkeit, als dass man da pinkeln muss. Aber erstaunlicherweise gibt es ganz oft Leute, die schon nach 200 Metern gehen die in die Büsche. Dann denke ich ach, auch. Ey? Aber ich glaube, es ist so ein. Das ist vorher so, zu viel getrunken. Ja, und komm, die haben auch keine Mutter, die sagt, geh erst noch mal aufs Klo, bevor es losgeht. Oder wie ja. Dann irgendjemand sagt, Uwe, trink noch was, nicht, dass du zusammenklappst. Und Uwe trinkt und trinkt. Und trinkt und dann. Und nach 200 Metern ist schon aus mit Erster werden. Nee, da verlierst du ja auch viel Zeit. Ist dir beim Online-Daten einer der Shanties begegnet? Oh. Nein, die hätte ich ja positiv in Erinnerung. Verstehe. Ja. Wäre dir aufgefallen. Ist dir denn beim Online-Daten irgendjemand begegnet, wo du gesagt hast, oh Gott, wenn ich mit diesem Mann keinen Sex habe, dann bringe ich mich um? Ganz so weit würde ich nicht gehen, aber sagen wir mal, es gab schon Teilerfolge. Und das heißt, und manche muss man schon auch mal dann genauer anschauen. Teilerfolg heißt aber am Tisch sitzen, hallo, hallo, was nein, ist du denn, was ist nein, du? Oder ein bisschen mehr. Oder schon? Ach so, schon mehr. Ja, okay. Schon mehr. Aber ganz gut, es gibt sie noch. Es gäbe sie. Es gibt gute Sachen da draußen, ja. Also gute Männer auch noch. Susi steht hier. Ist nicht von mir, ne? Susi. Ja. Ich würde dir so gern mal meinen Strolch vorstellen. Entschuldigung. Was hängt beim Abnehmen zuerst? Darf ich sagen, was ich glaube, fängt nicht immer das Gesicht erst an, dass man denkt, wie alt bin ich denn? Ich finde, was hängt zuerst? Also ich meine, es hängt auch eine Menge, wenn man nicht abgenommen hat. Die Stimmung ist das Allererste. Ja, das ist die beste Antwort. Ja, die Stimmung. Komm, dann lassen wir es. Die Stimmung, genau. Ja, falsch. Ist die Bandwurmnummer zum Abnehmen eine Legende? Hat man früher gemacht? Hat man früher wirklich gemacht? Aber das heißt, man hat abgenommen, weil man Bandwürmer hatte, aber man hat nicht Bandwürmer geschluckt, um Hat man früher gemacht, aber ich muss sagen, ich hatte wirklich Phasen, wo ich alles probiert hätte, aber da habe ich dann doch gesagt, ah nein. Dass jemand in meinem Bauch noch ein Parallelleben führt, finde ich irgendwie cool. Ich möchte eine Frage nur dazu, bevor und dann hören meine Schmerzen auf. Wie kriegt man denn den Bandwurm da rein? Trinke, essen, schön. Man isst den so als Wurm natürlich. Oder gibt den in der Kappe dann voll? Ja. Und dann gibt es immer so Stücke, die unten rauskommen. Ja, aber ich habe es nicht gemacht, wie gesagt, ich würde es auch nicht empfehlen. Oh. Ja. Oh nein, das könnte ich jetzt aber auch nicht. Wer wärst du lieber? Ach so, was? Dick wer oder doof? Wärst du dick oder doof? Dick. Ja, oder? Weil das kann man ändern. Doof ist nicht. Oft ganz schön. Sag ich auch immer. Doof bleibt doof. Doof ist auch anstrengend. Ja. Wenn man doof und nettes geht. Aber doof und blöd finde ich. Unter uns ist doch, denke ich, manchmal denke ich, schön doof. Ist doch irgendwie auch nicht über alles immer nachdenken, alles in Frage stellen. Ja, aber doofe denken ja auch nach, da kommt nur nichts hinten bei raus. Ach, wirklich? Ja, schon, glaube ich schon. Ja. Oh, hier steht, hättest du gerne eine andere Frisur, aber die ist bestimmt an mich gestellt, die Frage. Nee, die ist an mich gestellt. Über meine Haare sind alle Mütze schon gemacht. Aber Entschuldigung, wenn man Haare will, dann will ich doch das. Und wenn ich sie glatt machen will, kann ich sie ja glatt machen. Die meisten Leute, ich kriege die meiste Post zu meinen Haaren. Warum denn eigentlich? Gott, was haben Sie denn da? Können Sie nicht mal zum Friseur gehen? Sag ich, weich. Weich schon, da werden die Spitzen geschnitten, aber ich habe halt krauses Haar. Das kann man natürlich jetzt mit einem Glätteisen glatt machen. Aber dann fängt ein Tropfen an zu regnen und dann macht es grrr, dann merke ich hinten schon grrr. Nein, ich finde, das ist Kokettiererei und ich verstehe die Frage auch nicht. Ich liebe meine Haare. Ja, ich auch. Ja. Ich finde das einfach schön, das ist ein bisschen struwwelpeterig und steht auch, finde ich, deinem Geist sehr gut. Das ist eben keine geglättete... so lange Dingsfrisur ist. Auf dem Kopf wie in dem Kopf. Irgendwas mit Smoothies habe ich jetzt weggetan einfach. Wo liegt die Altersuntergrenze für einen Lover? Ich finde Schamhaare gut. Also wenn er Schamhaare hätte, wäre es schon ganz gut. Und heute hat keiner mehr Schamhaare. Ach so, ja. Okay. Das ist vorbei. Also, wenn er sie einmal gesehen hätte. Ja, das ist Minimum. Ich habe keine Fragen mehr. Habt ihr den Eindruck, Leute, wir haben alles geklärt heute? Ja, das war jetzt wirklich das Wichtigste. Ja, das fand ich auch das Wichtigste. Hast du den Eindruck, wir haben ganz schön viele neue Sachen, aber auch alte Sachen nochmal wieder aufgearbeitet? Ich habe, ehrlich gesagt, in dieser Sendung, wenn ich nochmal auf das Bild hinter mir gucke, völlig neue Perspektiven auf das Universum bekommen. Ich freue mich, dass du da warst, Susanne. Sie können heute deine Frisur sehr und deine Figur auch.